Werkstatt gewesen. Ja, gut, machen wir später. Alter, der beschleunigt aber. Hey, Steve. Hey. Hallöchen. Hey, Jungs. Marty, was machst du denn hier? Hey, Joe. Ich bin diesmal mit dabei. Steve braucht Unterstützung und nimmt mich mit. Steve, ist das nicht... Da lernt der Junge mal was. Was wollen wir hier, Steve? Die Typen hängen doch immer in der Gießerei rum. Hier treffen sie sich immer, also fangen wir hier an. Dann fahren wir rüber zur Gießerei und bringen den Job zu Ende. Und wieso hilfst du uns bei dieser Sache? Die Saukerle haben die Karre von meinem Cousin geschrottet. Haben ihn ausgeraubt und ihm 3 Zähne ausgeschlagen. Diese Arschlöcher machen überall in der Stadt Ärger. Letzte Woche halt haben sie... Halt die Fresse. Jetzt rede ich. Schon in der Bibel steht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und deshalb werden wir mit der Bude anfangen. Was hast du vor? Erstmal aus der Hütte Kleinholz machen. Ach, und wie? Na damit. An die Arbeit. Es geht los, Jungs. Macht mit, oder steht uns wenigstens nicht im Weg rum. Den Wichsern reißen wir den Arsch auf. Was für eine Scheiße geht denn hier ab? Waffe geben sollte. Das macht Spaß! Zeit für ein kleines Geschenk. Vito, Marty, ich hab Molotow-Cocktails im Kofferraum. Holt sie und schmeißt sie rein. Mit Vergnügen, Steve. Wird Ihnen Lehre sein. Ja! Ja! Okay, und jetzt auf zur Gießerei. Steigt ein, Jungs. Wir treffen euch 2 am Haupttor. Bis gleich. Aha. Ja, gut. So weit, so gut, ne? Sich nicht in die Geschäfte fuschen lassen, das ist nicht gut. Da muss dann eine Lehre erteilt werden. Ein Exempel. Guten Tag, die Gewerkschaft ist da. Hey, was habt ihr hier zu suchen? Wir sind der scheiße Spur gefolgt. Nächster. Ha, sehr gut. Euch mache ich kalt. Joe, pass auf! Danke, Kleiner. Scheiße, die haben Kanonen. Macht sie fertig. Gib mir Deckung, Vito. Gib mich auf! Gib Acht! Du kriegst mich nicht! Ich bieg dir das doch auf! Gar nicht mal so schlecht! Du bist tot, Mistkerl! Ich hab was für dich, du mieses Schwein! Geht's? Sag was! Ist nicht mehr. Schleich dich von hinten an! Los, versuch's von hinten. Noch ein Treffer und er ist tot. Jetzt hab ich dich. Mann, du schießt ja beschissen. Da
Hast du Schiss, Arschloch? Los jetzt! Zack, zack! Na, wo seid ihr denn alle? Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Nee. Los, ich geb dir Deckung, Vito. Alles klar, Bro? Bin stolz auf mich. Kann mir mal jemand helfen? Wieso, was ist denn los? Alles gut. Kommt alles unter Kontrolle, mein Freund. Gib mir Deckung. Macht ihn alle! Na komm, komm hoch. Wir sehen uns in der Hölle! Gib mir Deckung! Wenn meine Mutter das wüsste. Jetzt ist er fällig! Wo ist noch einer? Kann das sein, dass hier irgendwo eine Munition hat? Was zum Lutschen, Wichser! Halt. Jetzt haben wir noch eine schöne Kanone, Mann. Sollen wir mal gucken, wer hat denn hier noch irgendwo lecker Munition gehabt? Hier erstmal keinen. Was hast du denn hier Schönes? Die Kanone haben wir schon. Ich könnte Hilfe gebrauchen! Wo ist der denn? Wo ist denn da einer? Ich schleich mich ran! Und los! Es ist vorbei! Gib dir Feuer schon! Komm mal los aus deinem Rattenloch! Mach schon, leg ihn um! Los, Vito! Alles gut, alles unter Kontrolle. Du machst mir keine Angst! Los, Vito, los geht's! Lass mir noch was übrig, Arschloch! Hier ist da drüben! Ich bin so weit weg für die Kanone. Leck mich, du Arsch! Bist du okay? Unser Steve hat's drauf! Gib mir Deckung, Vito! Zeit, vor den Schöpfer zu treten! Das kann er mehr, ne? Ja, da musst du irgendwo einer noch Munition haben. Ach, der hat nur eine Stupsnase. Ah, okay. Ah, okay. Er denn da? Alter, dich hat's aber ganz übel erwischt, oder? Oh, oh, das sind ein paar. Lauft! Lauft!
seid ihr denn? Schleicht komm raus aus deinem Rattenloch! Komm schon, ich weiß, los, du Arsch! Gib dir Deckung, das Arschloch! Na, die nächste Kugel ist für dich! Du hast dich erwischt! Los, Vito, los geht's! Du bist mausetot! Los, versuch's von hinten! Bleib gefällig am Leben, bis der Kampf vorbei ist! Gib mir Deckung! So, los, warte. Ich geb dir Deckung! Macht ihn alle! Das könnte ich den ganzen Tag machen! Hey, hältst du durch? Gib mir Deckung! Los, Vito! Fick dich! Mein Gott, was ein Gefecht hier wieder, ey. Gut, Vito, los jetzt! Gib mir Deckung! Gib mir Deckung! Hey, du Blinder! Hast du das beim Militär gelernt? Mist. So eine verdammte Scheiße. Oh, gut gemacht. Nicht schlecht, was? Mann, du schießt ja beschissen. Hast du Schiss, Arschloch? Gib mir Deckung, Vito. Mach ich doch. Mach ich doch. Ich bin auf dem Los, Stern, los, ich geb dir Feuerschutz. Ihr macht mir keine Angst. Alles okay? Dort! Wer hat hier eigentlich Maschinengewehr? Hatte hier nicht vorhin nicht irgendeiner ein Maschinengewehr? Jetzt ist er fällig! Hey, da ist er! Gib dir Feuerschutz, beweg dich! Gleich ist es zu Ende, du verrückter Scheißkerl! Die Waffe nicht halten! Oh, guter Schuss! Mach schon, leg ihn um! Bist du okay? Scheiße, der hält doch gar nichts. Wir sehen uns in der Hölle! Dann das ganze Spielchen eben nochmal. Los, Vito, los geht's! Gib mir Deckung! Du bist tot! Gut, Vito, los jetzt! Das ist alles? Dann blüht ihr was! Du bist mausetot! Da hinten ist einer mit einer Maschinenpistole. Noch ein Treffer und er ist tot! Die Karte aus dem Jenseits. Du hast dich erwischt. Das Schwein hat mich getroffen. Weiter so, Vito. Los jetzt. Zack, zack. Ich weiß, was ich zu tun habe. Gib acht, Vito! Oh,
Mehr kannst du nicht. Gib mir Deckung, Vito. Also, wir müssen erstmal hier die Flinte holen. Wo ist die Flinte? Wo ist der Typ mit der Flinte? Bleib gefälligst am Leben, bis der Kampf vorbei ist. Da gehört schon mehr dazu. Es ist vorbei! Hallo? Ach, hier bist du. Wo ist die Flinte? Ach nee, dort ist gar keine Flinte. Wer hatte denn die Flinte, verdammt? Der hier. So. Los, was ist von hinten? Schleich dich von hinten an. Leck mich, du Arsch! Immer mit der Ruhe, Leute. Wo seid ihr denn? Klein Scheißer. Lass dir was einfallen. Beeil dich. Ihr sitzt in der Falle. Greift den Bastard ein. So. Bist du okay? Er ist nur ein Streifschuss. Ich geb dir Deckung. Ab jetzt. Mann, du schießt ja beschissen. Alles klar? Ach, das ist nur ein Kratzer. Gib dir Deckung, Blödmann. Bin wieder da. Los, los, ich geb dir Feuerschutz. Showtime, Vito. Jetzt habe ich dich! Da oben los, ist los, los, los! Ich geb dir Deckung! Hey, da ist er! Komm raus, wo ich dich sehen kann, Arschloch! So. Wir sehen uns in der Hölle! Los, Vito! Ja, ist ja gut. Gleich ist es mit Komm dir vorbei. Komm raus aus deinem Rattenloch! Gib mir Deckung, du Trottel! Alles okay? Gut, Vito, los jetzt! Ich geb dir Feuerschutz, beweg dich! Ich weiß, dass du da bist. Mann, das war was echt zum Lutschen, Wichser! Alter, das war knapp. Wie viele sind denn das noch? Hat mich getroffen. Okay, ich hab was Showtime, nicht, du Vito. Mieses Schwein. Ihr wisst nicht, mit wem ihr es zu tun habt. Ah.
Na, wo bist du? Lass dir was einfallen. Beeil dich. Lass mir noch was übrig. Nee, das ist alles? Dann blüht dir was. Wo bist du? Schleich dich von hinten an. Gib mir Deckung. Ich glaube, der Kampf ist vorbei, Freunde. So. Mich nicht. Jetzt haben wir aber erstmal ein schönes Waffenarsenal, ne? Na ja, gut, weiter nicht mitgeschossen. Das hier ist schwer aus dem Ruder gelaufen. Das wird Eddie gar nicht gefallen. Eddie wird's verstehen. Was hätten wir tun sollen? Uns umlegen lassen? Diese verdammten Arschlöcher machen jetzt keine Schwierigkeiten mehr. Nie wieder. Und was jetzt, Steve? Jetzt? Jetzt fahre ich nach Hause, esse ein Steak, nehme eine Dusche und gieß mir einen hinter die Binde. Na dann viel Spaß dabei. Joe und ich haben noch was vor. Wir sehen uns später. Scheiße. Wo nehmen wir die zwei Riesen für Eddie her? Sag mal, wie viel könnte so eine Karre bringen? Mann, Vito, du bist ein Genie. Diese Babys sind nicht billig. Ich wette, für den hier rückt Derek mindestens einen Riesen raus. Okay, ich bring das Baby zu Derek. Wir treffen uns im Falcon. Klingt gut. Bis dann in der Bar. Reflexion von der Kamera. Ich dachte gerade schon, was ist denn so grün und rot? Gut, so, dann verkaufen wir jetzt auch das Auto. Und dann wird es mal Zeit für ein kleines Päuschen, würde ich sagen. Boah, boah, sieht das geil aus, ne? Wobei der dicke, sehr schön. Der war ziemlich cool. Muss ich jetzt echt die ganze Zeit hinter der Polizei herfahren? Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal ein schönes Waffenarsenal. Das ist schon mal viel wert. Da mussten wir das wenigstens alles nicht kaufen. Einzige, was wir jetzt brauchen, ist halt Munition. Aber da können wir ja dann auch mal einen großen Einkauf machen. Ja, ich hub die Polizei nicht an. Was kannst du knicken?
Flucht. Spring über die Absperrung da. Mein Gott, nee, ey. Ich weiß, die Ampel war rot. Der hier fährt aber schön geschmeidig. Aber wieso kauft Derek die Autos? Ich denke, hinten am Schrottplatz, der nimmt die Autos. Derek die kauft, ist auch gut. So, viel Spaß damit, Freunde. 1950. Gibt Eddie seine 2000 Dollar. Aber wieso muss ich das alleine machen? Wie komme ich denn jetzt von hier am besten weg? So, wo muss ich denn überhaupt hin? Dahin. Ja, das ist nicht so weit. Wer weiß, wem der Wagen gehört, ne? Wir wollen ja nichts von der Familie klauen, ne? Das wäre nicht die gute Nichte. Ne, nix. Da können wir ja auch mal eben kurz rüberlaufen. Mal eben schnell im Gunshop ein bisschen Munition kaufen, ne? Wo wir schon mal da sind. Na komm. Hallöchen. Wollen Sie eine Waffe kaufen oder brauchen Sie nur Munition? Ich brauche Munition. Munition ist voll. Ich krieg bei dir keine Munition für das andere schwere Gerät. Das macht ja auch Sinn. Die Munition kriege ich hinten bei Mike. Munition kriege ich bei Mike, ne? Ach, bei Harry. Genau, bei Harry. Wir waren nochmal Mike. Egal. Auf jeden Fall kriege ich da die gute Munition. Das heißt, dass ich zum Harry fahren muss. Was war denn hier Schönes? Ne, der gefällt mir nicht. Der auch nicht. Der auch nicht. Ja, der ist ganz schick. Aber hier ist keine Werkstatt in der Nähe, ne? Nee. Wenn, dann klaue ich ein Auto in der Nähe von der Werkstatt. Da muss ich nämlich nicht so weit fahren. Hoch oder was? Alter, wie weit ist das denn? Na toll, geht's natürlich nicht rein. Super.
Vielleicht muss ich mir noch ein Auto aneignen. Oder mit einer Taxe fahren. Aber die Stadt ist größer, als man denkt, ne? Aber wie soll ich Eddie 2000 geben, wenn ich nur 1950 habe? Und wieso muss ich dafür aufkommen? Ich hoffe ja mal, dass ich mit Joe zusammenlege, ne? Gepflegte Schuhe für den gepflegten Mann. Ich bring Später. Ihre Schuhe zum Glänzen. Später, wenn ich einen schicken Anzug anhab, dann können wir das gerne mal machen. Boah, wie weit das ist, wenn du zu Fuß... Ah, wir sind ja fast da. Hier, das Geld. Da bin ich aber erleichtert. Diese verdammten Halbstarken. Jetzt wissen Sie, wie der Hase läuft. Gute Arbeit, Jungs. Euer Anteil. Danke, Eddie. Brauchst du uns noch oder war's das für heute? Ich hätte noch was zu erledigen. Geht ruhig. Heute liegt nichts mehr an. Ich melde mich, wenn ich euch brauche. Alles klar. So, das ist doch schon mal so weit, so gut. Wir haben den Auftrag, nach Hause zu gehen und das machen wir auch gerne, aber das machen wir in einer nächsten Aufnahmerunde. Wir sind jetzt hier, haben gerade gespeichert und ich würde sagen, hier ist ein guter Punkt, um beim nächsten Mal wieder frisch durchzustarten. Bis hierhin bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen und dann sehen wir uns in einer neuen Runde von Mafia 2. Also, bis dahin.